Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 9. Juni 2023, und unser DAX hat das vorhin gemacht. Wir haben gestern durchgesprochen, Risiko, nee, eigentlich haben wir durchgesprochen, die Möglichkeit, sich nach unten zu öffnen. Wir haben darüber gesprochen, Stundenschluss unter 15.900, was er bewirken würde, was er auch für Potenzial freilegen kann. War, muss ich sagen, ein Video, wo ich auch mal ein bisschen wieder mit anderem Ton über die Abwärtsrisiken gesprochen habe. Im Gegensatz zu den letzten Videos, auch bewusst, ne, weil ich schon denke, dass hier das Risiko ist, aber wie ich gesehen habe, es ist halt so. Ich habe euch das schon ein paar Mal erzählt. Das ist, 70% der Anleger handeln können einfach nicht long handeln. Das ist einfach so, ne? Die handeln viel lieber short. Und wenn ich irgendwas erzähle mit short, dann klatschen die in die Hände, schreien sie: Juhu, na endlich kann ich volle Möhre draufhauen hier. Und ballern da nur dagegen. Und wenn aufwärts drin, das ist das scheißegal. Der Martin hat irgendwas erzählt mit Scan verallen. Das ist vollkommen egal, wie die Kerzen kommen. Einfach Short rein, geil, 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 geil. Ja, und dann kommt hinten raus die Grätsche. Weißt du, warum ich in den letzten Monaten eher mehr immer die Longbrille auf hatte? Einfach auch, um der Menge zu helfen. Der Menge zu helfen, in dem Markt hoch zu besser abzuschneiden, als man das ohne Hilfe hinkriegt. Wir haben gestern, wenn man sich das Video nochmal im Detail durchguckt, aber ein paar Sachen besprochen, wie zum Beispiel ein kurzes Unterstechen der 900 oder auch eine grüne Stundenkerze, die aus dem Bereich 900 bis 875 entsteht, was die für eine Reaktion wahrscheinlich bewirken würde. Und zwar, dass er wieder hochläuft bis 1640. So was gesagt, so was gesagt. Ja, und von daher, achtet wirklich darauf, wir gehen mehrere Szenarien durch. Das hat auch gestern jemand gesagt, wir sprechen nur Szenarien durch, aber gar keine Kursmarken. Das ist auch nicht richtig. Versucht wirklich im Zweifel vielleicht das Video auch zweimal anzuhören, wenn ihr merkt, ihr kriegt es nicht gegriffen oder wie auch immer. Oder macht die Wiedergabegeschwindigkeit zurück. Ich kann nicht langsamer sprechen oder es noch häufiger wiederholen. Das geht dann wieder denen auf den Sack, die das nicht brauchen. Es gibt Leute, die hören meine Videos auf zweifacher Geschwindigkeit an und würden es am liebsten auf vierfacher Geschwindigkeit anhören, weil sie das so gut verarbeitet, aufgenommen kriegen und eben nicht viel Zeit verlieren wollen mit dem Anschauen von Analysen. Und es gibt aber auch andere, und ich sehe das dann immer wieder, dass da an der einen oder anderen Stelle einfach auch aus dem Video nur das rausgepickt wird, was man selber hören will, und der Rest wird dann einfach ausgeblendet, wird abgeschaltet. Und für das gestrige Video war das wahrscheinlich dann: Okay, Martin kippt die Stimmung auf negativ, jetzt kann ich hier durchshorten. Und dann wurde vollkommen ignoriert, dass er hier unten, genauso wie wir es im Video besprochen haben, dieses kurze Unterstechen der 900, grüne Stundenkerze und dann wieder hoch in die 1640. Und dann wird sowas nicht genutzt. Und aber genau das ist doch das, wenn wir uns hinstellen und wir sagen: Hey, Stimmung kippt, wir gucken hin bei Stundenschluss unter 900, Short und so weiter. Aber wenn hier unten nicht, und er zuckt hier dort runter und grüne Stundenkerze dann hoch, dann kann ich mich nicht hinstellen, wenn kein Stundenschluss unter 900 ist und hier brachial durchshorten den ganzen Tag. Dann nutze ich die Analyse nicht richtig. Ja. Es gibt ja auch Tage, da funktioniert die Analyse gar nicht oder schlecht oder der Markt spielt es einfach nicht mit. Und wenn ich das dann noch kombiniere mit der falschen Umsetzung von den Sachen, die aber eigentlich richtig gut klappen, das sind ja leichte Punkte. Wenn ich sehe, okay, der macht jetzt genau hier auf der 900, das ist ja nicht meine Analyse, meine Fähigkeit oder dass ich da gelobt werden muss dafür, dass ich, das ist ganz normale Charttechnik. Da kann ich mir auch 10 Bücher, gut, kann man vielleicht nicht, aber da kann ich mir auch Bücher anschauen oder allgemeine Sachen zur Charttechnik. Das sind allgemeine Gesetzmäßigkeiten, das sind regelmäßig, das sind Sachen, die stehen überall geschrieben, die habe ich mir nicht ausgedacht. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich das hier euch erzähle, sehen das auch andere, das sehen auch größere Anleger, das sehen auch, keine Ahnung, Leute, die sitzen mit 20 Millionen da und fragen irgendeinen anderen Analysten: Hey, hier, wie sieht es gerade aus? Der DAX neues Tief gemacht. Was wäre denn jetzt aus charttechnischer Sicht zu erwarten? Dann sagt ein charttechnischer Analyst, egal ob ich oder ein anderer: Naja, gut, unten neues Tief drunter, möglicher Flaggenabschuss, geht jetzt hoch auf 1640, bricht gegebenenfalls auf und steigt bis 200. Puff. Was handeln die? Dann setzen die das um.
Und deswegen sollte man so eine Signale nicht ignorieren und auch nicht. Also, das ist schade, wenn man es nicht nutzt, wirklich. Dann braucht man es, glaube ich, nicht gucken, so eine Analysen halt. Ne? Also, da müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen, dann auch genau hinzugucken. Und das auch. Dann macht euch im Zweifel einen Zettel an den Bildschirm, ne? Wo man einfach drauf schreibt, okay, Szenario 1, 2 oder 3, die Marken mit rein. Natürlich klappt das nicht immer 100%, das weiß ich ja auch. Aber man sollte wenigstens, wenn es denn genau so klappt, wie es beschrieben ist, also wenn es exakt das passiert, was im Video besprochen wird, genau dieses Szenario eintrifft, dieses Wenn-Szenario einbricht, dann muss ich auch das bis dann dann eben nutzen, sonst nutze ich nicht die Chancen und Potenziale, die ich mit einer solchen Analyse bekomme. Und es sind eben immer diese Wenn-Dann-Szenarien. Ja, und ich muss schon versuchen, wenn, das ist immer das, was ich sage, wenn der Markt macht, was wir wollen, was wir erwarten, dann handeln wir. Und wenn wir sehen, er läuft nicht an der Analyse, dann muss ich im Zweifel auch mal einen Verlust in Kauf nehmen, muss ich vielleicht auch mal abbrechen und zurückstellen. Und wenn ich das jetzt kombiniere, abbrechen, zurückstellen, ausstoppen lassen, mit der Markt macht, was wir wollen, aber ich handle das nicht, dann stimmt meine Depotbalance überhaupt nicht. Ja. Und da wirklich ein bisschen Vorsicht. Also ist mir einfach aufgefallen, deswegen da ein paar Worte. Ansonsten, wir gleiche Ausgangslage, oberhalb von 16,20, 16,40, mein Long-Pred, ihr kennt das, würde ich den Markt Richtung 16,21 wiedersehen, Richtung 16,200, 16,240, das ist das obere Tagesband, sehr attraktive Anlaufstelle, kann der Markt insbesondere zu einem Freitag auch sehr spät noch erreichen. Ja, also nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn er vielleicht bis, keine Ahnung, 20 Uhr erst bei 16.100 plus steht, der kann sogar bis 2.40 dann noch bis 22 Uhr hochkracheln. Das schafft man am Freitag. Der DAX schafft es am Freitag. Ja, das heißt, oberhalb 16.20, 16.40 bin ich eher long orientiert, weiß aber auch, wir sind eben wieder genau an dem Bereich, wo wir die ganze Zeit immer wieder nach unten drehen. Das heißt, arbeitet der Markt zum Freitag überdurchschnittlich schlecht nach unten und legt sich auch hier wieder unter den 9.40, unter 9.20, dann öffnet er für mich Abwärtsrisiken, die dann eben bis 8,75 und 700 gehen können. Unverändert bleibt gleich. Und auch im Tageschart sehen wir hier nochmal ein bisschen deutlich die Flagge. Ja, also das ist wirklich jetzt klar erkennbar hier. Der steht ja quasi auf der Stelle, baut hier einen Zebrastreifen. Und das Obertagesband ist attraktiv und erreichbar. Ja, das kann er in der Freitags-Montags-Kombination, in einer starken Freitags-Montags-Kombination definitiv erreichen. Ja, macht es aber nicht, bricht uns unten raus, bleibe ich dabei, schwenkt meine Stimmung, solange wir hier unter der 16.000 wegdrehen und zunehmend Zeit verlieren. Das bleibt trotzdem so gültig, wie ich das letzte Mal gesagt habe. Auch wenn das nicht die Motivation für euch sein sollte, hier jetzt die ganze Zeit in grüne Kerzen reinzuschorten. Das ist dann falsch umgesetzt. So meine ich das nicht. Und so würde ich es auch selber ja gar nicht handeln. Ja, warum es dann selber so nachmachen? Ja, ich werde niemals in der Stärke meine Shorts suchen. Niemals. Niemals. Und wenn neue Tiefs nicht verkauft werden, sondern gekauft sind, dann ist das Stärke. Ja, es ist wie wenn neue Hochs gekauft werden und nicht verkauft werden. Dann habe ich auch in so einer Bewegung nichts mit Short zu verlieren oder in so einer Bewegung, da habe ich dann das Short drin zu verlieren. Ja, gut. Also, Botschaft, denke ich, angekommen. Inhaltlich hier nicht viel Neues. Ihr kennt die Situation. Wir zig Tagesschlusskurse schon an dem Bereich gehabt. Kann man eigentlich die ganzen Analysen eins zu eins nochmal wiederverwenden. Und von daher machen wir hier einfach zu. Ihr kennt die Ausgangslage. Macht was draus. Webinar machen wir Sonntag von 10 bis 12 und dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Freitag und schon mal ein schönes Wochenende. Bis am Montag. Ciao.